Nach teilweise dramatischen Unwettern jetzt an diesem Wochenende sinkt die Temperatur und mit ihr auch die Gewittergefahr im Lauf der kommenden Tage, weil einfach dann weniger Energie in der Atmosphäre ist, kann sich dann eben auch nicht mehr so viel in Sachen Unwettern und starken Gewittern ereignen. Aber dramatisch wird es jetzt in der Nacht zu Sonntag und am Sonntag selbst. Es können sich örtlich Superzellen bilden. Die können riesige Regenmengen in kurzer Zeit inklusive Sturzfluten auslösen, dazu Orkanböen örtlich die Bäume umreißen und das mit Windgeschwindigkeit von deutlich über 120 Kilometer pro Stunde. Riesige Hagelkörner können aus den Wolken fallen. Das ist, wie gesagt, kleinräumig extremst, ja lebensgefährlich, die Chance, die jetzt auf uns zukommt. Durch ein Tief, das mit hoher Geschwindigkeit jetzt von Frankreich über die Ostsee zieht. Und da die schwülheiße und sehr feuchte Luft jetzt noch vorhanden ist und das Tief genau da reinzieht, ist die Luftmasse außerordentlich instabil geschichtet und es werden teilweise dramatische Gewitter ausgelöst. Los geht's am Samstagabend. In der Nacht breiten sich dann die Gewitter immer mehr Richtung Ostsee aus. Also da kann es teilweise schon heftig schütten. Am Abend, wenn es Fußballspiel losgeht um 21 Uhr. Die Temperatur in München und hier in der Lausitz teilweise noch um 30 Grad, hier in Dortmund, wo gespielt wird, rund 23 Grad die Temperatur und eben die steigende Unwettergefahr bis Mitternacht. Hier diese Karte vom Samstagabend an, aber später wird es dann auch an der Ostsee gefährlich. Am Vormittag sind dann die heftigsten Gewitter aus der Nacht heraus hier noch an der Ostsee anzutreffen. Es wird sich vorübergehend beruhigen. Im Nordwesten ein wolkenreicher Tag mit Regen. Hingegen hier im Osten und im Süden gibt es Wolkenlücken und hier am Nachmittag teilweise heftige Schauer und Gewitter, während es vor allem im Nordseeumfeld auch zeitweise freundlich und unwetterfrei ist. Die Höchsttemperatur im Westen und im Norden meistens zwischen 18 und 22 Grad, hier im Osten 25 bis 32 Grad in noch schwüler Luft und dementsprechend besteht eben hier vor allem am Nachmittag noch einmal Unwettergefahr. Der Wind rund um das Tiefdruckzentrum hier über der Ostsee ganz schön kräftig und spürbar. Dann wird es eben deutlich kühler und damit sinkt, wie gesagt, die Unwettergefahr. Es wird weitere Schauer, einzelne Gewitter geben. Zwischendurch freundliche Phasen in relativ kühler Luft.